Ja, herzlich willkommen im Kreativatelier Aufblühen. Ich hatte euch ja versprochen, euch mitzunehmen in unser neues Projekt. Wir hatten unser kleines Schwedenhäuschen abgerissen und hier kommt jetzt etwas Neues hin. Und wir möchten gerne eine räumliche Trennung zu hinten den Schnittblumenbeeten. Von daher haben wir uns überlegt, zwei Sichtschutzwände mit Pergola einzuziehen. Und ihr seht hier mein Lieblingsgärtner am Arbeiten. Das liebe ich besonders. So, jetzt tauschen wir mal die Mikrofone. Ja, hallo. Also ich mache jetzt hier gerade die Haaranker für die Pfosten, für die Pergola. Und da habe ich mir hier die Flucht gespannt. Das heißt, dass die nachher alle schön in einer Reihe sind. Auch gleichzeitig die Höhe. Und jetzt muss ich gucken, dass der Beton nicht so lange hier vertrocknet. Genau, das waren früher die, wollte ich noch zeigen, die haben wir früher die Hülsen gehabt. Aber die sind mittlerweile so schlecht geworden, dass die hier immer abbrechen, wenn Wind ist. Und du hast so eine Sichtschutzwand, das hält also nicht. Da kann man vielleicht einen Zaunpfosten klein, aber nicht eine Sichtschutzwand dran befestigen. Und deswegen haben wir jetzt die Haaranker. Da habe ich hier die Löcher bereitet. Man muss natürlich vorher genau ausmessen, dass es dann genau passt. Das ist ein bisschen tricky unter Umständen. Dann habe ich hier meine Höhe und die Flucht. Dann mache ich jetzt gleich Beton rein und dann wird er da reingestellt. Und bis hierhin dann aufgefüllt mit Beton, festgestampft, also nur Stampfbeton. Und welchen Beton nimmst du da? Ja, das ist jetzt richtiger Landschaftsbaubeton, B25. Das ist also kein Estrichbeton, so einen billigen würde ich da nicht nehmen. Dass der auch richtig gut aushärtet und dann auch diesen Haaranker nachher gut hält. Ja, genau, also das ist die Sache. Ja, heute geht es wieder ein Stückchen weiter, immer in ganz kleinen Schritten. Ich versuche hier gerade einen Weg auszukoffern, da sollen Platten dann gelegt werden. Links und rechts möchte ich Blumen einsäen, da kommt aber auch ein bisschen frischer Kompost auf die Erde, die hat es ein bisschen nötig. Und jetzt seht ihr, was mein Lieblingsgärtner vorhin gezimmert hat. Zwei Blumenkästen, genau wie da hinten die Schnittblumenkästen. Da kommt jetzt gleich Draht rein, Kaninchendraht, Wühlmausdraht und an den Seiten möchte ich Noppenfolie anbringen. Die schneide ich mir zurecht, genau auf diese Höhe. Und dann verlängert das die Haltbarkeit des Holzes, wenn ich es dann von innen befülle mit Erde und mit Kompost. So, es ist richtig heiß. Ich schwitze mir hier einen ab. Aber was sein muss, das muss sein. Und ihr seht, dass ich jetzt die Noppenfolie befestigt habe. Und zwar hier mit meinem elektrischen Handtacker, den kann ich nur empfehlen, der ist wirklich sehr, sehr hilfreich, gerade auch bei solchen Arbeiten. Dann habe ich mir mit dem Seitenschneider hier meinen Kaninchendraht zurechtgeschnitten, dass der an den Seiten so ein bisschen noch hoch geht. Habe dann einfach nochmal Steine draufgelegt, das ist jetzt 1 Meter mal 2, das Kastenbeet. Und dann wird das nachher befüllt mit altem Kompost. Bisschen Mulch und noch unten drunter und dann feinem, schönen Kompost ganz oben drauf. Ja, heute geht's weiter und ich bin glücklich, dass der Lieblingsgärtner Zeit gefunden hat. Wir legen, oder beziehungsweise er legt hier einen Plattengang. Wir machen das ganz improvisatorisch auf Sand und Mutterboden. Denn das soll nicht auf Dauer so bleiben, das ist nur eine Übergangslösung. Und ihr seht, dass die Beete, dass ich die befüllt habe tatsächlich und auch schon bepflanzt. Da hatte ich kleine Pflänzchen schon vorgezogen, die habe ich jetzt endlich einsetzen können, sodass es dann im Spätsommer spätestens richtig schön blüht. Eine Sache wollten wir nochmal euch zeigen und zwar ist das hier an den Beeten, davor kommt ja die Sichtschutzwand. Und das nervt manchmal ein bisschen, dass unter der Sichtschutzwand das Unkraut wuchert. Und um den gleich entgegenzuwirken, haben wir hier einfach, oder mein Mann hat hier Klinkersteine entlang gelegt. Ja, jetzt stellen wir die Sichtschutzwände auf. Ihr seht, ich habe hier so ein
ein graues, hellgraues Sichtschutzelement gewählt. Ich habe hier Pfosten weiß gestrichen, damit das eben auch zu unserem übrigen Ambiente hier von dem kleinen Gartenhäuschen, meinem Laden, passt. Der Lieblingsgärtner ist fleißig dabei und ganz begeistert von den Haarankern. Und genau, da hat er jetzt gerade eben Löcher gebaut und dann kommen diese äußerst dicken Schrauben rein. Da können wir dann einmal zugucken. Das fühlt sich echt immer gut an, wenn es immer wieder ein Stück weitergeht. Ich finde das einfach auch toll, wenn man Gartenräume haben kann und aufbauen kann. Und das ist natürlich die leichteste Methode mit einem Sichtschutzzaun. Ihr seht, im unteren Teil haben wir eine Ligusterhecke gepflanzt, die auch schon wieder geschnitten werden kann. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben Gartenräume abzutrennen. Ja, jetzt haben wir noch Pfosten oben als Pergola rübergelegt, auch 1,80 lang. Und mein Lieblingsgärtner befestigt das dann mit Winkeln. Ja. Wir hatten hier so ein bisschen das Problem, dass das Seiten, dass die Sichtschutzwand ein bisschen sehr Spielraum hatte, links und rechts. Dann haben wir einfach unten die obere. Die standen nicht ganz lotrecht. Ja, und was hast du dann gemacht? Dann haben wir haben wieder etwas improvisiert. Ja. Die obere Schraube noch mal rausgedreht. Dann kann man ihn ja etwas wieder vernünftig gerade stellen. Hier oben festgemacht und dann ziehen wir jetzt danach die Schrauben wieder fest, weil die ja sich sonst immer wieder ins alte Loch reingezogen hätten. Dann wären sie immer wieder schief gewesen. Und so zwingen wir sie jetzt in die richtige Position, dass wir das Element nachher auch dann richtig da drin sitzen haben. Genau. Ja, das war eine super Lösung. Von daher seht ihr hier noch in der Mitte ein fehlendes Stück, das ist so ein Meter. Das schneiden wir uns noch aus einem weiteren Pfosten dann zurecht und haben dann praktisch eine schöne Sichtschutzwand mit Pergola. Und ja, auf lange Sicht sollen da auch noch Reiter oben drauf. Die müssen wir aber erst noch besorgen und die muss ich dann auch wieder schön anmalen in Weiß. In Weiß. Ja, das Ganze nimmt jetzt wirklich Gestalt an. Wir haben jetzt mit Elementhaltern die Sichtschutzelemente befestigt. Und jetzt fehlt nur noch in der Mitte ein Stück Querbalken oder Pfosten, den mein Lieblingsgärtner dann noch zurechtschneidet. Und morgen geht es dann darum, dass wir hier den ganzen Mutterboden, der ist doch, muss nochmal richtig umgegraben werden und dann auch noch verfeinert werden mit Kompost, den wir morgen holen. Da wird noch recht viel Arbeit auf uns warten, auch da in dem hinteren Teil bei den Schnittblumenbeeten. Da müssen wir noch mehr auskoffern und da soll dann Mulch eingefüllt werden, eben als Wegbelag. Aber ja, es ist immer schön, wenn man sieht, was man geschafft hat. Vor die Sichtschutzelemente möchte ich dann zwei Kletterrosen pflanzen, sodass dann auch die Elemente mit der Zeit ja zugewachsen sind. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen umgegraben, dann mit dem Rechen das Ganze begradigt. Und jetzt geht es darum, den ganzen Kompost, der außerhalb des Gartens liegt, in den Garten hinein zu bringen, eben mit Schubkarren. Das ist nochmal ein gutes Stück Arbeit. Ja, hier haben wir Strukturkompost. Mein Lieblingsgärtner wieder fleißig bei der Arbeit, ganz wunderbar. Er hat jedes Mal keine Lust mehr, mir mit meinen Projekten zu helfen, aber er macht es immer wieder, was ich ihm hoch anrechne. Ja, den Haufen müssen wir jetzt erstmal entfernen und dann geht es weiter mit dem Hänger. So, jetzt haben wir noch unsere beiden großen Kübel hier vorne zum Eingang hingestellt. Die müssen noch bepflanzt werden.
und haben den Kompost verteilt und sind jetzt auch echt richtig gehend K.O., denn unsere jüngste Tochter wollte noch einen Mini-Teich. Dann haben wir eine Maurerbaie hier eingebuddelt, fast einen halben Meter tief. Das muss man erstmal machen im Lehmboden, das ist echt anstrengend. Aber wir haben es geschafft, da sind jetzt zwei Teichpflanzen drin. Rechts, da haben wir jetzt Oregano gepflanzt, links den roten Salbei, Purpursalbei. Genau, und guck mal, wie sich das Ganze entwickelt. Da am Zaun habe ich noch ein paar Stauden, Lupinen, Monaden eingepflanzt und dann auch schon Kletterrosen, Astrantia und Katzenminze, Nepeta, Salbei, dann einen einjährigen, in unseren Breitengraden einjährigen Salbei Amistat. Ganz wunderschön, das wird eine riesige Pflanze. Genau, dann nochmal Salbei, Phloxe, Kletterrose, Clematis. Das ist schon im Boden drin und hier im Anfangsbereich bis fast hinten hin, seht ihr auch da, wo die Erde nochmal sandig wird, da habe ich die Dahlien drin, die ich noch hatte, einen ganzen Karton mit Dahlien. Und jetzt möchte ich einjährige einsäen. Ja, hier steckt echt mein eigenes Saatgut drin und sehr, sehr viele Tütchen, die ich gekauft habe. Da steckt jetzt auch echt eine Menge Geld drin. Und auch noch schon Fertigmischungen, sommerblühende, einjährige. Die werde ich jetzt hier einsäen, einrechen, dann planieren, also irgendwie festtreten. Und dann wird das Ganze bewässert. Und das war es dann auch wirklich für heute. Reicht's. Aber wir sind wirklich gut weitergekommen. Jetzt muss das Ganze eben seinen Lauf nehmen und wachsen. Und wir müssen es erstmal jeden Tag wässern, bis dann hier die einjährigen Blumen schön keimen. Ja, die letzten Tage hat es geregnet, was für unser kleines Projekt hier ganz hilfreich war. Wir haben jetzt hier die Kübel bepflanzt mit Eukalyptus, Brachy und Vanilleblume. Und ja, die Saaten, die ich ausgesät habe, die sind hier schon am Kommen, wie ihr seht. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Überall sprießt es und natürlich mittendrin die Schnecken, die dieses Jahr wirklich fürchterlich sind. Treu neben mir unsere gute Pfote, die schnuppert gerade an Salbei. Hier hatte ich noch ein paar Stauden gepflanzt, Katzenminze, Salbei, wie ihr seht. Ja, so ist unser Projekt jetzt erstmal im Werden weiterhin. Also ich freue mich schon auf die ganzen einjährigen Sommerblüher hier. Ich werde euch auch auf jeden Fall noch mal ein Video machen, um zu zeigen, wie das Ganze hier weitergeht. Im Hintergrund seht ihr meine wunderbare Rambler-Rose, Paul's Himalayan Musk. Eine ganz, ganz bezaubernde Blüte. Ich gehe da auch noch mal näher ran. Ja, hier seht ihr die Blüte, wirklich ganz, ganz bezaubernde und duftende kleine Knospen und Blüten. Ja, ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein paar Ideen finden, auch für eure Bereiche im Garten oder auf dem Balkon, die ihr neu gestalten möchtet. Schreibt doch ganz gerne in die Kommentare, welche Bereiche das sind und was ihr euch da vorstellt. Für heute erstmal herzliche Grüße hier von unserer nachhaltigen Blumenfarm und bis nächste Woche Freitag.